Eine stabile Spule verursacht Schockschaden und 4 Sekunden lang Betäubung bei allen in der Nähe des Trägers. Wer das Bewusstsein verliert. Ja, Seraphine, trag du das Ding mal. Du bist eh weiter hinten. So, hier würde es rausgehen. Hier kam ich nicht in die Arena. Weil die Zugbrücke eh hochgezogen ist. Hier komme ich nur hoch auf die Treppe. Das heißt, wir machen einen Quicksave und gucken uns dann den nächsten Kampf an. Kann ich mir auch ansehen, wie voll der Gürtel schon ist? Nö. Oder sieht wirklich aus wie so ein Drahtgürtel. So, das heißt, wir gucken mal. Den haben wir schon. Prüfung der Naga. Herausforderer, welche die Elemente überleben, müssen als nächstes eine Jagd durch die Naga überstehen. Obwohl sie von der Größe und Stärke her einem einzelnen Gestandenen vergleichbar sind, kämpfen Naga, Krieger, Bogenschützen und Schamanen als einheitliches Rudel und können so einen kurzen Prozess mit unglücklichen Feinden machen. Okay, das wäre dann die zweite Herausforderung von 4. Naga, ja gut, mit Naga hatten wir ja schon oft genug das Vergnügen. Was sagen denn die Gesichter diesmal? Selbst ein schwacher Jäger kann vom Glück begünstigt werden. Now our challenger must face the archipelago's most insidious hunters, the Naga. Jetzt muss ich unsere Herausforderer den heimtückischen Jägern der Inselgruppe stellen, den Naga. If you can endure venom and vile cunning, then perhaps you have the makings of a proper contender. Solange du tückische böse Arktis verkraften kannst, hast du vielleicht das Zeug dazu, ein echter Herausforderer zu sein. Now show us your will to fight. Beweise uns jetzt deinen Willen zu kämpfen. Oh, sogar die Arena sieht ganz anders aus. Ich nehme nicht an, dass wir es ihnen einfach ausreden können. Also, wir haben hier Giftnager, Flammennager, Feuernager-Totems. What can I do you for? Need something? Whatever you need. That's not right. So, der Kampf hat begonnen. Adolf, hol mal den Bogen, der uns einen guten Vorteil gibt raus. Xoti, du beschwörst was. Dann machen wir mal Fenrir etwas stärker. Warum zur Hölle kommt da ein Drache? Wow, warum haben sie alle so auf Seraphine abgesehen? Nicht so gut. Seraphine, zieh dich mal zurück. Fenrir, stell dich tot. Du heilst dich. Du heilst dich auch mal. Okay. Hallo, zieh dich zurück.
Also entweder tun die Totems die Gegner beschwören, das heißt, ich müsste erst die Totems irgendwie von der Seite her wegräumen. Weil das ist dann ein bisschen zu viel jetzt auf einmal. Ja, das kennen wir alles. Let's see who here be the biggest snake. Mal sehen, wer hier die größte Schlange ist. Das Problem ist, wenn ich da drauf schieße, werde ich sichtbar werden. Und ja. Oh ja, die beschwören was. Das ist nicht so gut. Das heißt, ich muss eigentlich alle Fernkämpfe erstmal die Totems wegmachen lassen. Weil solange die Schamanen da Sachen beschwören, ist das nicht gut. Let's see who here be the biggest snake. I'm here at one. Comes to muddy the light. Need something? A ship comes to muddy the light. That's who you're hitting. That was about as useful as a bump on a pickle. Okay, der ist betäubt. So, die Buffen. Okay. Oh, Xodi ist down. Das ist nicht gut. Ja, ich muss auf jeden Fall das Drachentotem als erstes wegmachen. Weil wenn die Drachen nicht kommen, wird es etwas einfacher, weil die Drachen sind auf jeden Fall am schlimmsten. Suppose we can talk them down. Nein, können wir leider nicht. What can I do you for? Yes. Weil die Schamanen selber werden wir nicht so schnell tot kriegen. Also versuche ich das gar nicht erst. I can't see you, you sneaky bastard. So. Also, du stehst auf. Du. Machst den. Okay. Sag bloß, der kann da drüben Drachen beschwören.
not very helpful. Oh, kann er. Oh, scheiße. Warum auch immer ist der das da drüben kann. Er cheatet. Ganz ehrlich. Wahrscheinlich habe ich das Totem zu schnell zerstört. Das kann auch sein. Let's see who here be the biggest snake. The chef comes to muddy the light. Why not? Mm-hmm. Yeah. Das war zu weit nach vorne. Yes. We're not alone. That's me. You're hitting. So, erstmal Diener beschwören. Hier beide auftauchen. Die alle mal ein bisschen herumkiten. Und wir sind zu spät. Mist. Nächste Idee wäre, Granaten werfen und hoffen, dass die mich nicht enttarnen. Weil ich muss die beiden blöden Siegel wegkriegen, sonst tut's zu sehr Aua machen. Ja, das kennen wir alles. Kriegt doch mal zu mir rüber, wenn ihr denkt, ihr könnt es mit mir aufnehmen. Der war neu. Usable sind hier. Erschütterungsbombe. Klingt nie verkehrt. Hm? Certainly. Need something? Ich sollte einfach mal mehr Beschwörungen einsetzen. What can I do? Na komm, du willst mir sagen, ich kann das nicht darüber werfen. Ich konnte es darüber werfen, hat nur nicht viel gebracht. Wisst ihr was? Ich mache hier jetzt erst einmal einen Cut. Und dann probieren wir es in der nächsten Aufnahmesession weiter. Dieser Kampf ist nämlich ziemlich doof. Ich bräuchte mehr Bomben. Ich muss die Bomben wahrscheinlich verteilen auf die Leute. Sie in Position bringen alle. Dann die Bomben werfen, dass auf jeder Seite zwei Bomben landen, dass die Totems tot sind. Und dann können wir ordentlich battlen. Ja. Aber das probieren wir erst das nächste Mal aus. Also, bis dann.